Okay, meine Lieben. Ich habe euch ja erzählt, dass ich gerne diese 1000 Fragen nochmal machen möchte. Und ich werde das jetzt nochmal machen. Jetzt nicht 1000, es sind weniger, aber trotzdem ein paar Fragen beantworten. Ihr müsst ja das ja nicht toll finden, aber ich möchte wieder reinkommen in die Videos drehen. Und von daher ist es eine ganz gute Methode, wieder reinzukommen. Genau. Die erste Frage ist, würdest du gerne in eine frühere Zeit zurückversetzt werden? Naja. In den 60er Jahren würde ich gerne, oder 70er, 60er, 70er, da würde ich gerne leben. Aber so als ich wieder Kind bin, beispielsweise, oder jugendlich, nö, eigentlich nicht. Weil ich kann ja nichts ändern. Das ist ja so, wie es ist, ne? Also, ich habe ja alle so alle, ich habe jetzt keine großen Fehler gemacht. Von daher, warte mal. Genau. Die nächste Frage ist, wie egozentrisch bist du? Ein bisschen wahrscheinlich, aber nicht groß, glaube ich. Wie entspannt du dich am liebsten? Wie entspannst du dich am liebsten? Ich habe mal meditiert einmal. Es war ganz in Ordnung. Nur das Problem ist, ich habe Katzen. Und dann ist es halt so, dass es keine ruhige Minute gibt. Also, wenn ich mich jetzt auf den Boden lege beispielsweise oder Sport mache, wie gesagt, Sport ist nicht so schlimm. Aber wenn ich mich auf den Boden danach lege, dann springen die auf mich rum oder sonst was. Ich müsste dann halt ins Schlafzimmer gehen, die Tür zumachen und ich könnte dich dann versuchen. Aber dann müsste ich auch mit Kopfhörern machen, weil sonst höre ich die Katzen und das kann mich nicht entspannen. Aber ja, sonst habe ich mal Reiki gemacht, als ich noch jung war. Von daher, mal gucken. Wie fühlst du dich manchmal ausgeschlossen? Ja, klar, natürlich. Ich glaube, viele Leute fühlen sich manchmal ausgeschlossen. Bei mir ist es ganz, ja, bei der eigenen Familie manchmal so, dass es manchmal solche Sachen, solche Gespräche gibt. Und ich kann mich nicht beteiligen, weil ich nicht weiß, was sie reden und ja, was das der Sinn dahinter ist. Ne? Was man, manchmal ist es halt so, ich will mich da auch gar nicht mit reinversetzen oder mitreden manchmal, weil das so blöde Sachen manchmal sind, ganz einfach. Worüber grübelst du so häufig? Grübeln, nachdenken. Ja, über die Zukunft, ne? Wie siehst du die Zukunft? Genau, die nächste Frage. Ja, eher positiv schon, weil schlimmer kann es ja nicht sein eigentlich, ne? Also, ich will mich ja ändern, aber das ist halt immer so einfach gesagt als getan. Aber mal gucken, ne? Die nächste Frage ist, wann bist du zu deinem Partner zuerst aufgefallen? Wann bist du deinem Partner zuerst aufgefallen? Na, Schatz, erzähl mal. Komm, trau dich. Witzig, ich habe gar keinen Partner. Welchem Familienmitglied ähnelst du am meisten? Meiner Mutter, finde ich persönlich. Weil mein Vater, ich glaube, kann ich mich halt irgendwas von meinem Vater habe, die Oberschenkel, habe ich halt meine Oma mal erzählt, als ich noch klein war. Weil ich auch so fette Oberschenkel habe. Mein Vater vielleicht nicht so dolle, aber ja, sonst, ich hoffe nicht so viel. Wie verbringst du am liebsten deinen Abend? Eigentlich, ich weiß, viele werden jetzt denken, also wir wissen das ja schon, dass ich liebend gerne englische Serien schaue. Angefangen hat es damals, ich habe nachrecherchiert, angefangen hat es wirklich mit EastEnders, 2010 ungefähr. Dann war es Hollyoaks. Und, also zwei Jahre, und jetzt nicht mal zwei Jahre, nein, Hollyoaks war ein halbes, dreiviertel Jahr. Und bei EastEnders das erste Mal, 2010, war vielleicht auch ein halbes Jahr. Dann, 2017, kam es Emmerdale. Angefangen September 2017, aufgehört 2019. Im Juni, genau, und also knapp, mach's mal aufrunden, zwei Jahre ungefähr habe ich dann Emmerdale geguckt. Ich fand die Serie an sich nie so ganz toll, aber
dieses Pärchen, Robron, Wobworn, wie ich es auch aussprechen möchte, Aaron und Robert, die fand ich ganz, ganz toll. Aber die restliche Serie war nicht meins. Jetzt kam, wie gesagt, im Juni, Ende Juni, war es dann wieder, ja, du hast gefressen gerade, ne? Ja. Da gab es dann, wie sagt man das, ja, ein neues Pärchen auf dem, auf dem Himmel, na Spaß, ne? Und zwar auch von EastEnders, und zwar Ballum, also Ben und Callum, ein sehr, sehr gutes Team, also auch wirklich, also sehr niedlich auch zusammen, auch authentisch, die machen das sehr, sehr gut, wirklich, Hut ab. Die eine Person davon, also der, die Person, die Ben spielt, ist 25 Jahre alt. Und also wirklich, ich habe schon viele Schauspieler gesehen. Und ich habe auch schon vor anderthalb Jahren erzählt von Danny Miller, dass ich den so toll finde und dass er so ein toller Schauspieler ist. Aber ich habe die ganzen Sachen von ihm mal angeschaut und die Sachen, die... Max Borden, die Person, die Ben spielt, Ben Mitchell, was der in einem halben Jahr oder jetzt Jahr gemacht hat und was Danny Miller in den 12 Jahren gemacht hat, ist schon ein großer Unterschied, dass dieser, der Ben spielt, sehr, sehr gut ist. Also wirklich Atemraum, finde ich persönlich. Ne? Also wirklich... Ja, wenn man Fan ist, findet man es generell toll, was der Schauspieler macht. Also von daher. Genau. Wie viel am liebsten meinen Abend verbringe, war die Frage, ja. Auf den Punkt zu kommen, mit EastEnders schauen. Und ja, das war's. Dann die nächste Frage. Wie unangenehm, nee, unabhängig bist du in deinem Leben? Ja, schon ganz schön. Ich wohne alleine. Haushalt alleine fühle ich ja. Über manche Sachen brauche ich meine Eltern noch, aber das ist sehr selten. An welchem Haustier hast du gute Erinnerungen? An alle. Natürlich. Ich hatte mal, als ich auch zu Hause gewohnt habe, hatten wir ganz viele Kaninchen. Dann zwei Wellensittiche, genau. Ja, ja. Dann ein Hund, Sherry. Das war ja mein Traum, also wirklich, das war ja mein allergrößter Traum. Und wir hatten ihn leider nur 5 Jahre. Der ist gekommen mit 12 Jahren, war schon ganz schön alt und ist gestorben mit 18. Ja, er wurde volljährig. Ja, und weil ihr habt die beiden, ne? Genau. Hast du gerne finanzielle Ressourcen? Hast du gerne genug finanzielle Ressourcen? Ihr wollt nicht wissen, wie mein Kontostand ist, ne? Also von daher, nein. Willst du für immer dort wohnen bleiben, wo du nun wohnst? Oh mein Gott, stell dir mal vor, ich war 80 und wohne noch hier. Prost Mahlzeit, nein, auf gar keinen Fall. Und ohne Küche, nein. Ich liebe eine Küche zu haben, weil da kann man wenigstens was machen. Ich habe hier nur eine Spüle und 2 Herdplatten. Insgesamt dann 4, weil ich 2 diese Camping-Kochplatten habe. Aber ich brauche nur einen Kochenplatt. Ne? Also von daher... Ja, ich will ja auf jeden Fall, wenn ich Geld, ja, wenn ich einen Job habe, dann will ich am liebsten weg hier. Genau. Dann die nächste ist, reagierst du empfindlich auf Kritik? Kommt drauf an, wie, ob sie konstruktiv ist, also ob die gute Kritik ist, ob man sich ändern kann und nicht solche blöde Kritik. Das nützt mir auch nichts, ne? Dann, ja. Hast du Angst vor jemandem, den du kennst? Angst. Nee. Wüsste ich jetzt nicht. Nimmst du dir oft Zeit für dich selbst? Ja, natürlich. Worüber hast du dich zuletzt kaputt gelacht? Irgendwie so ein Witz von, ja, manche finden ihn nicht so toll, aber ich finde ihn witzig, Markus Krebs. Das ist dann mein Humor manchmal. Manchmal aber nur. Also zumindest das letzte, davon habe ich mich ja letztes Mal schlapp gelacht. Genau. Glaubst du alles, was du denkst? Nein. Nein. Nein, auf gar keinen Fall. Welches legendäre Fest wird dir in Erinnerung bleiben? Mein 18. Geburtstag.
Ja. Wie gut kennst du deine Nachbarn? Sehr gut. Also, jetzige Nachbarin gleich nebenan. Schon sehr gut. Manchmal gehe ich ja halt zu ihr rüber und trinke Kaffee. Und sonst mache ich ja eigentlich auch viel für sie. Und ja, wir kennen uns ganz gut. Deutsch wird immer besser. Aber dummerweise hat sie keinen Fernseher mehr. Da vor einem Jahr ungefähr das irgendwie abgeschaltet wurde. Und seitdem hat sie keinen Fernseher mehr. Man merkte schon, dass das die Deutsch nichts mehr ist nicht sich nicht verbessert hat. So. Genau. Hast du oft Glück? Nein, leider sehr selten. Wenn ich mal eine gute Nachricht bekomme, zack, es ist gleich im gleichen Tag. Es ist immer so. Wenn ich einen guten Tag habe oder Glück habe in dem Moment oder irgendwas Positives passiert, zack, was Negatives. Es ist immer so. Es ist wirklich jedes Mal so. Scheiße, aber es ist so. Von welchen Freundinnen unterscheidest du dich am meisten? Ich habe nicht so viele, von daher weiter. Was machst du anders als deine Eltern? Naja, wie soll man das sagen? Viele mehr Fehler auf jeden Fall, aber Fehler, ja. Aber, ja, meine Eltern, ja, meine Eltern sind alt, also in dem Sinne, ja, in dem Alter meine Mutter war, als sie 25 Jahre, 26, 27, mein Gott, jetzt kommen wir auf den Punkt, 27 war, noch nicht verheiratet, aber hatte schon ein Haus gebaut oder zumindest am Hausbau oder hatte auch einen Job, einen Ehemann oder verheiratet, doch, oder? Auf jeden Fall schon, hat einen Mann, einen Freund gehabt, auf jeden Fall, also das, was ich alles nicht habe, ne? Ja, bloß Leben. Was gibt dir neue Energie? Das Positivdenken, auch wenn es mir mal schwerfällt. Warst du in der Pubertät glücklich? Pubertät, ja, gut. War nicht so schlimm wie die Kindheit, aber Pubertät war in Ordnung. Wann hast du zuletzt eine Nacht durchgemacht? Noch nie. Nee, eine ganze Nacht nicht, nein. Warum beschäftigst du dich am liebsten in deinen Tagträumen? Weiter. Ja, worauf freust du dich jeden Tag? Über meine Katzen, dass sie da sind. Dass sie, ja, das ist auch wunderschön, dass sie da sind. Nicht wundern, ich habe hier so Zettel. Ich habe jetzt 17 Zettel ausgedruckt. Also viel Spaß. Das wird nicht an alles in einem Video passieren, das wird auch mehrere passieren. Genau. Welche Freundschaft von früher fehlt dir? Zwei. Einmal mit Melanie. Das ist sehr, sehr schade, dass es da nicht mehr, keine Kontakt mehr so gibt. Ab und zu mal bei Facebook, aber Facebook ist ja auch eine Sache für sich, ne? Ja, schade, dass es nicht mehr so ist, wie es damals war. Wir haben viel zusammen erlebt, wirklich mehr als mit Tamara, mit der anderen Freundin. Ich habe den Namen gesagt, ist aber Lette, glaube ich. Ja, auf jeden Fall mit den beiden habe ich viel erlebt, also mit Melanie noch mehr. Und es war eine schöne Freundschaft. Und mit Tamara war es auch eine ganz tolle Freundschaft. Aber es sind manchmal so Gerüchte, die aufkommen und dann zerbricht manchmal so eine Freundschaft, wo man eigentlich das gar nicht möchte. Aber es passiert manchmal und kann man so manchmal nicht ändern. Gibst du dich gelegentlich anders, als du in Wirklichkeit bist? Ja. Ja, leider auch in den Videos. Also zumindest, ich möchte das ja gar nicht so sein. Also in den Videos möchte ich, in echtem Leben möchte ich so sein wie vor dem Video. Oder vor der Kamera besser gesagt, oder im Video. Aber leider klappt das noch nicht so ganz. Aber es wird hoffentlich irgendwann mal. Bist du morgens gleich nach dem Aufwachen richtig munter? Ja, eigentlich schon, doch, ja. Ich brauche nicht lange, wenn ich Wecker gestellt ist, also der klingelt, ja, dann mache ich ihn aus und dann könnt ihr auch vielleicht 2 Minuten, dann stehe ich auch auf, ja. Wie klingt dein Lachen? Nein, Spaß. Ich kann nichts.
Ich weiß nicht, wie lachen soll. Jetzt ist es auch blöd. Auf Knopfdruck lachen ist nicht meins. Weil ich höre jetzt auf zu klatschen. Ich werde das Video jetzt bearbeiten. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Mal gucken, ob es jetzt nur die Fragen beantworten ist oder was anderes. Wir werden es sehen, meine Lieben. Bis morgen.